Gut, jetzt werden wir uns ein paar Berechnungen anschauen. Zum Beispiel hier zwei Punkte, die wir gegeben haben, A und C, und Punkte B, die hier auf dieser Geraden liegen. Und man soll jetzt herausfinden, wann haben wir hier eine Strecke AB, die senkrecht auf AC steht. Also diese Punkte hier B, die sausen auf der Geraden hin und her. Und wann ist das Ganze so, dass es hier senkrecht steht? Die Punkte BN, die liegen auf der Geraden, das heißt, wir können sie angeben. Und die Frage ist nun, für welches B gilt? Wann ist die Strecke AC senkrecht auf AB? Ja? Und das ist wieder das, was wir mit dem Skalarprodukt auf jeden Fall berechnen müssen. Drückt bitte jetzt auf Pause und versucht mal hier mit Hilfe von Vektoren das Skalarprodukt gleich 0 zu setzen, um herauszufinden, wann eben diese beiden Strecken aufeinander senkrecht stehen. Als erstes müssen wir natürlich die Vektoren aufstellen. Vektor AC ist 3, 2 und Vektor AB ist abhängig, also x plus 2, 0,125, x minus 3. Das hier unten, das ist unser 1 Achtel mal x, ja, kann man auch als 0,125 schreiben. So, jetzt haben wir unsere beiden Vektoren. Die setzen wir im Skalarprodukt zusammen, also 3 mal x plus 2, das obere mal das, plus 2 mal 0,125x minus 3, das setzen wir gleich 0, dann wird ausmultipliziert, 3x plus 6 plus 0,25x minus 6, ja, da fallen die 6 heraus, also steht noch 3,25x gleich 0 dran und damit ist x gleich 0. Wir wollten ja aber die Koordinaten von b haben, also müssen wir noch in die Geradengleichung des x 0 einsetzen und erhalten ein y-Wert von minus 2. Das heißt, das, was hier in der Zeichnung schon zu erkennen war, unser Punkt B liegt auf den Koordinaten 0, minus 2. Das Ganze bitte jetzt im Themenheft entweder verbessern oder fertigstellen.